Mathematik ist nicht jedermanns Sache. Manche scheitern schon an der kleinen Mathematik, wie zum Beispiel ich. Aber sehr schnell beginnt ja dann die höhere Mathematik. Und da kommen dann wohl auch von Ihnen etliche ins Schwitzen. Mathematik ist Abstraktion in Reinkultur und vielleicht gerade deshalb so vielen Menschen ein Graus. Unser Gast heute hingegen kommt in Schwärmen, wenn es um Zahlen geht. Rudolf Taschner ist Professor für Mathematik an der Technischen Universität Wien. Für ihn gehören Zahlen zu den höchsten kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Katja Gentinetta unterhält sich mit ihm über den Ursprung der Zahlen, ihre historischen Vermächtnisse und ihre Bedeutung in Politik und Alltag. Rudolf Taschner, Sie sind ein ausgesprochener Zahlenmensch. Woher kommt es eigentlich, dass Sie sich so intensiv mit Zahlen und Mathematik beschäftigen? Also mit Mathematik beschäftige ich mich eigentlich fast mehr als mit Zahlen. Mit Zahlen beschäftigen sich eigentlich die Steuerberater und die Finanzminister und all diese Leute, die rechnen müssen, doch viel, viel mehr als ich. Nein, die Zahlen sind für mich eigentlich nur Sprossen auf dem Weg hin zum Unendlichen. Die Mathematik ist ja nicht die Wissenschaft eigentlich von den Zahlen, sondern eigentlich vielmehr die Wissenschaft vom Unendlichen. Das Unendliche ist das Thema der Mathematik. Ein großer Mathematiker, der nebenbei gesagt lange an der ETH Zürich gelehrt hat, Hermann Weil, es gibt sogar einen Hermann-Weil-Raum an der ETH, hat gesagt, Mathematik, das ist die Wissenschaft vom Unendlichen. Aber das Unendliche, wie erfährt man das? Und es gibt verschiedene Methoden, das zu erfahren. Die Philosophen sprechen auch davon, sogar manche Theologen sprechen davon. Aber die Mathematiker sagen, wir haben es rational versucht zu erfassen, was natürlich nicht ganz gelingt, aber wir kommen ihm nahe, indem wir zählen. Denn das Zählen ist ja etwas, was nicht aufhört. Nicht? Man setzt mit 1 an, aber dann geht es weiter in einer Monotonie, die nie endet. Es gibt sogar einen Maler, Romano Palca. Er ist erst vor kurzem gestorben. Der hat ab dem Jahr 1965 sich vorgenommen, eine Zahl nach der nächsten zu malen. Er hat Zahl nach Zahl gemalt, von 1 beginnend. Und dann ist er bis über 6 Millionen gekommen. Einfach immer die nächste Zahl. Und was er wusste, war, er fängt erst an. Es hört ja nicht auf. Und wann er dann die letzte Zahl geschrieben haben wird, das ist fast nichts zu dem, was eigentlich noch bevorstünde. Sie beschäftigen sich also mit der Unendlichkeit, wenn ich das so zusammenfassen würde. Das heißt, Sie wären eigentlich gerne unsterblich und deshalb befassen Sie sich mit der Unendlichkeit? Nein, nein, nein. Also unsterblich und unendlich ist ein bisschen etwas anderes. Also das Unendliche, das kann man sozusagen in einem Augenblick auch plötzlich erleben. Nicht? Also man weiß, hier ist eine Erkenntnis oder hier ist etwas, was einem emotional so besonders trifft, dass man sagt, das ist unauslotbar. Es ist das Unauslotbare, nicht das gleichsam zeitlich niemals Endende. Die Zeit, das ist ja auch etwas, was in den Zahlen drinnen steckt. Nicht? Die Zeit ist ja nichts anderes als ein gemeinsames Zählen. Nicht? Gerade in der Schweiz, da wo man auf die Uhren schaut und die Zahlen betrachtet auf den Uhren, man sieht, man zählt die Zeit. Jeder zählt eigentlich die Zeit ein bisschen anders. Nicht? Beim Zahnarzt zählt man eigentlich ein bisschen langsamer, während beim ersten Rendezvous, da zählt man schnell. Und zu Silvester kommen wir zusammen. Warum? Weil wir uns ausmachen, wir fangen wieder an, neu zu zählen. Also ist eigentlich die Zeit nichts anderes als ein perpetuiertes Zählen. Das heißt, die Zahlen sind hinter der Zeit. Aber dennoch, waren Sie denn ein genialer Mathematiker als Schüler oder wollten Sie immer rechnen? Also es gibt unter den Mathematikern sicherlich einige, und zu denen gehöre ich nicht, die immer gerne Rätsel gelöst hatten als Kinder oder die genau wissen wollten, wie alles, wie ein Puzzle, wie man das zusammensetzen kann. Dieses Problem-Solving, dieses Rätsellösen, das hat mich eigentlich nie so beherrscht, das kann ich auch gar nicht so gut. Sondern was mich interessiert hat, war, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Das heißt, Sie haben eine mathematische Formel, da kommt ein eigenartiges Zeichen vor, so ein langgezogenes S, das bis in die Tiefe hinunterreicht, wie eine Giraffe schaut das aus. Und das wollte ich wissen, was das bedeutet. Und dahinter kommt immer der Buchstabe D, der so eigenartig eine mystische Rolle spielt. Ich wollte wissen, was steckt hinter dem D dahinter. Ich wollte die Geheimnisse sozusagen lüften, die dahinter stehen. Jetzt begreife ich es ein wenig, aber ich versuche es immer noch besser zu verstehen. Das ist also eine Lebensaufgabe. Und was steckt hinter dem D? Ich habe bestimmt in der Schulzeit auch einmal eine Formel mit einem D geschrieben. Ja, aber das ist das Differential, das hat Leibniz entdeckt. Wissen Sie, die Sache hat eigentlich damit begonnen im Jahre 1666. Ist auch eine sehr eigenartige Zahl. Das ist jetzt nicht Ihre Geschichte, sondern Ihre Geschichte der Mathematik. Meine Geschichte der Mathematik. Sinone vero ben trovato, es ist meine Geschichte, wie ich zur Mathematik komme. Also 1666, das Jahr, als Newton entdeckte, warum fällt ein Apfel
vom Baum auf ihn, auf den Kopf herab. Aber warum fällt der Mond nicht herab? Er hat den Mond gesehen, als der Apfel ihm auf den Kopf gefallen ist. So erzählt es Voltaire, diese Geschichte. Und Newton sagt sich, ja, der Mond, der muss ja auch auf die Erde fallen, genauso wie der Apfel. Beide werden von der Erde angezogen. Es gibt nicht mehr die Trennung zwischen irdischer und himmlischer Welt, wie bei Aristoteles, sondern es ist alles einem Fallgesetz unterworfen. Aber wenn der Mond fällt, warum fällt er nicht auf die Erde? Nein, weil er am Anfang seiner Existenz sozusagen eine Bewegung bekommen hat, die ihn von der Erde wegführt. Sie würde dann, wenn die Erde nicht da wäre, ihn ins Unendliche hineintreiben, so wie einen Billardball, der gestoßen wird und der weiterrollt und rollt und rollt. Also würde der Mond sich von der Erde wegbewegen, aber in Wirklichkeit fällt er ja auf die Erde drauf. Nein, nein, er bewegt sich aber von der Erde weg. Nein, er fällt auf die Erde drauf. Er bewegt sich weg, er fällt drauf. So entsteht also gleichsam ein Dreieck. Das Wegbewegen und das Fallen, das Wegbewegen und das Fallen, das Wegbewegen und das Fallen. Und die dritte Seite des Dreiecks, die ahmt die Bewegung des Mondes nach. Ja, aber wie groß ist dieses Dreieck? Er wird ja nicht eine Stunde sagen, jetzt fliege ich von der Erde weg und in der nächsten Stunde falle ich auf die Erde hinzu. Er wird auch nicht sagen, eine Sekunde brauche ich jetzt zur Wegbewegung und eine Sekunde brauche ich zum Erdefallen. Nein, in dem gleichen Augenblick, wo er sich wegbewegt, fällt er auf die Erde zu. Also in einem Augenblick. Also Newton sagt, dieses Dreieck, das ich betrachte, das ist unendlich klein. Ja, das hat nur Kantenlängen. Das ist das Differential. Es hat nur Kantenlängen, die unendlich klein sind. Und dann hat Newton in diesem einen Jahr 1666 erfunden eine Methode, wie man das unendlich kleine Dreieck gleichsam wie mit einer Lupe ins Endliche vergrößern kann. Dann konnte er damit herumrechnen. Und dann hat er das wieder ins unendlich kleine verschoben und ist draufgekommen, die Bewegung des Mondes um die Erde ist eine Ellipse. Und das war für ihn eine großartige Entdeckung. Das Dumme war, er hat sich nicht getraut, diese Entdeckung gleich zu veröffentlichen, hat ein paar Jahre gewartet. Er war sich unsicher, wie weit in Wirklichkeit der Mond von der Erde entfernt war. Sein Kollege Flamsteed, den er aus tiefstem Herzen gehasst hat, hat neue Daten der Mondentfernung gehabt. Da hat sie aber den Newton nicht gegeben. Man musste sogar den König einschalten, also das Flamsteed. Dieser hat den Newton ja auch gehasst? Ja, natürlich. Ja, das ist ein typischer Wissenschaftler. Und Flamsteed musste dann die Daten bekannt geben, dann erst später hat Newton sie eingesetzt, also Weizsäcker erzählt dann diese Geschichte, dass erst wie Newton festgestellt hat, dass seine Berechnungen mit den empirischen Daten genau übereinstimmen, hat er sich getraut, das Buch zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit hat der deutsche Gelehrte Leibniz tatsächlich mit diesem D, das er Differential genannt hat, gerechnet. Newton hat das ein bisschen anders genannt, er hat gesagt, das sind Fluxionen, Flüsse. Leibniz nennt das Differential, die Leibnizsche Bezeichnung ist die viel elegantere und bessere. Und Newton war fürchterlich böse, dass Leibniz ihm diese Priorität weggenommen hat. Ein ewiger Hass, also Newton hat gehasst Flamsteed, hat gehasst Leibniz, hat auch gehasst Hooke. Er war ein fürchterlicher Einzelgänger, der kleinste Mensch und der größte Physiker. Ja. Aber das Ganze kommt ja noch viel weiter her. Sie nennen sich einen bekennenden Pythagoräer. Pythagoras ist einer der Philosophen, Mathematiker, ja. Naturwissenschaftler, wie auch immer. In der Antike schmolz das ja alles noch. Wissen Was Sie, hat das mit Pythagoras auf sich? Wissen Sie, es gibt in Österreich einen hervorragenden Wissenschaftsjournalisten, Thomas Kramer, und der gibt mir immer wieder so kleine Epitheta, also Namen. Er hat mir, und da hat er gesagt, ich sei ein bekennender Pythagoreer. Ich weiß gar nicht, was er damit genau meint, aber es ist tatsächlich so, Pythagoras hat, von dem ist nur ein einziger Spruch überliefert, hat gesagt, alles ist Zahl. Alles ist Zahl. Das heißt, die Idee besteht darin, das, was man wahrnimmt, versucht zu verstehen. Ich versuche, all die Wahrnehmungen, die ich habe, zu verstehen. Und das gelingt auf Erden sehr, sehr schwer. Auf Erden ist alles sehr chaotisch. Wie verstehe ich das Wetter? Wie verstehe ich Gott im Himmel, wie sich die Menschen verhalten? Ich verstehe auf Erden fast nichts. Aber im Himmel, bei den ewigen Rhythmen der Gestirne, da kommt das Verständnis schon recht weit. Das heißt, das verstehe ich, das kann ich abrechnen. Da kann ich zählen, wie lang dauert es, bis die Sonne das Himmelszelt durchmessen hat entlang der Ekliptik, 365 Tage und eigentlich noch einen Vierteltag dazu. Wie lang dauert es, bis der Mond wiederum von einem Vollmond zum nächsten Vollmond kommt, 29,5 Tage ungefähr. Also da kommen die Zahlen plötzlich ins Spiel. Also im Kosmos, im Himmel, Kosmos heißt ja Ordnung, ja, ist auch schön. Schönheit. Kosmetik kommt davon, ja, also in diesem Himmel, da herrschen die Zahlengesetze. Und nun war Pythagoras davon überzeugt, dass er hier sozusagen Grundlegendes, fast Göttliches entdeckt hat, denn im Himmel hausen ja auch die Götter. Also sagt er, da sind die Zahlen und jetzt müssen wir noch auf Erden versuchen, sie auch zu finden. In der Geometrie findet er sie.
Und dann erlebt er das schreckliche Ereignis, dass einer seiner Schüler, ein gewisser Hippasos, festgestellt hat, wenn man ein Quadrat zeichnet und die Seite und die Diagonale abmisst, dann müsste ja die Seite und die Diagonale müssten ja dann gleichsam Zahlen, Vielfache von einer Einheitsstrecke sein. Genaue Vielfache von einer Einheitsstrecke. Aber wenn wir von einem Quadrat und nicht einem Rechteck, sprechen. Wenn wir von einem Quadrat sprechen. Ja, ein Quadrat, da muss die Seite ein bestimmtes Vielfaches von einer ganz kleinen Einheitsstrecke sein. Also sie besteht, diese Strecke des Quadrates besteht aus so und so vielen Atomen. Und die Diagonale, die müsste aus mehr Atomen bestehen. Also wenn die Seite zum Beispiel aus 10 Atomen besteht, müsste die Diagonale etwa aus 14 Atomen bestehen. Aber 10 und 14, das stimmt nicht ganz. Besser ist es, wenn die Seite aus 12 Atomen bestünde, dann könnte die Diagonale aus 17 Atomen bestehen. Es ist fast richtig, stimmt aber auch nicht ganz. Und nun versuchte man sozusagen, die richtigen Zahlen zu finden. Aus wie viel kleinen Einheitsstrecken besteht die Seite und die Diagonale. Und da stellt sich heraus, da gibt es diese Zahlen nicht. Die gibt es nicht. Also es wird dann eine Zahl mit x Kommastellen sein, die ja, ähnlich wie viele bei Pi, Kommastellen? Oder? Ja, wie viele Kommastellen sind es? Wie viele? Ich nehme an, unendlich viele. Das ist der Punkt. Dann sind es unendlich viele, ja. Und bei Pi ist es ähnlich, nicht? Pi können Sie als Zahl, als wirkliche Zahl. Also Pi ist das Verhältnis zwischen dem Umfang eines Kreises zum Durchmesser, nicht? Und da kommen Sie drauf. Archimedes hat als erstes eine Methode gefunden, wie man das abschätzen kann. Eine Methode, sodass Sie Pi berechnen können, auf wie viele Dezimalstellen genau Sie wollen. Und Archimedes hat sich begnügt, so ungefähr mit 3,14. Das hat ihm genügt. Er hat an sich keine Dezimalzahlen gehabt, aber es kommt darauf hinaus. Also 3,14 ungefähr ist Pi. Und das war für seine Rechen Mittel, die er gehabt hat, Sie müssen sich vorstellen, damals hatten wir noch keine arabischen Zahlzeichen gehabt, man hat keine Null gehabt. Also Archimedes musste rechnen mit Alpha ist 1, Beta ist 2, Gamma ist 3, also mit den Buchstaben. Und damit musste er Wurzel ziehen. Ja, das ist schon eine riesige Kunst gewesen. Also er ist gekommen, dass Pi ungefähr so ist, ein bisschen größer als 3 plus 10, 71stel und ein bisschen kleiner als 3 plus 1 Siebtel, so dazwischen liegt es. Und da war er schon fast überzeugt davon, dass es genauso ist wie bei der Diagonale zur Seite des Quadrats. Da wird das kein Verhältnis von einfachen ganzen Zahlen sein. Und dann später im Jahre 1600, als man schon die arabischen Zahlzeichen kannte, hat tatsächlich ein Rechenmeister, ein gewisser Ludolf von Keulen, versucht, Pi möglichst genau auszurechnen. 3,14159265359793238462348462643 und so weiter. Wir können Sie jetzt nicht kontrollieren. Nein. Aber wir glauben es Ihnen. Das ist schlecht. So. Das ist schlecht. Und Mathematiker sollten Sie nie glauben. Müssen Sie immer kontrollieren. Ein Mathematiker rechnet ja auch, oder? Aber interessant ist schon, dass, wie Sie sagten, Pythagoras sagt, er versucht zu verstehen. Ja. Und oft über das Verstehen kommt er auf eine Zahl. Ja, das ist das Interessante. Ging denn Pythagoras davon aus und gehen Sie davon aus, dass wir die Welt nur verstehen können, wenn wir sie in Zahlen fassen? Was verstehen Sie unter Verstehen? Was meinen Sie, wenn Sie sagen Verstehen? Verstehen bedeutet, ich führe auf etwas zurück, wo ich sage, dessen bin ich mir eigentlich ganz sicher. Also das ist ein Fundamentum in concussum, wie es Descartes genannt hat. Nicht? Für Descartes war das Fundamentum in concussum cogito ergo sum. Ja? Aber was ist cogito? Was bedeutet Denken? Jetzt muss man weiterfragen. Nicht? Dann kommt dann die Gegenfrage, bin ich eigentlich nur deshalb, weil ich denke? Nicht? Also sum ergo cogito. Ja? Was heißt denn wirklich verstehen? Ja, und es ist nicht ganz falsch, sich vorzustellen, dass man sagt, ich muss es zurückführen auf das Einfachste, auf das Basalste, das ich mir vorstellen kann. Und ich wüsste nichts Einfacheres als das Zählen. Ja? Sie setzen einen Strich und sagen, ich fange damit an. Und Sie sagen, wenn ich eine Zahl habe, ich kann die nächste finden, indem ich noch einen Strich dazu setze. Und so kommen Sie auf 1, 2, 3, 4, 5. Ja, man kommt vielleicht sogar auf die Zahlen des Opalka, das macht er ja tatsächlich. Also wir verstehen, was Opalka macht, obwohl wir sagen, dass er verrückt ist, weil er über 40 Jahre das gemalt hat. Aber es ist ganz klar, was er malen wird. Und es ist auch ganz klar, nachdem er gestorben ist, wie man weiter fortsetzen müsste. Ja. Es ist so einfach. Es ist klar und es ist einfach. Und dennoch frage ich mich, warum wir hinter den Zahlen doch mehr sehen. Die alten Griechen haben ja schon... Die 1 war die Gottheit, die 2 war die Polarität, die 3 verbinden wir mit der Dreifaltigkeit. Also man hat x Zahlen,
die ersten Grundzahlen, die wir mit einer gewissen Bedeutung füllen. Ja. Warum tun wir das? Die Mathematik macht das nicht, nicht. Die Mathematik nimmt diese Mystik, die in den Zahlen drinnen steckt, nicht. Also 3 ist das Göttliche, 4, das ist die Welt, nicht. Die